Washed out. Ja, nee. Also ja, ich wollte es nicht komplett jetzt verhunzen, sage ich mal. Indem ich einfach die Karte aufdecke und wir dann mit der aufgedeckten Karte dahin latschen. Das wäre dann doch etwas zu einfach gewesen. Nein, ich musste unbedingt ja. Okay, der läuft an uns vorbei, das ist gut. Und nein, das hier ist auch nicht richtig. Ah. Gedächtnis wie ein Sieb manchmal, es muss also hier lang sein. Hier lang sein. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt in der letzten Folge der Aufnahmesession. Jedenfalls, wenn ich meiner Stoppuhr glauben darf. Wir kriegen gleich Besuch. Ah. Ach du meine Güte, da kommt aber arg viel jetzt. Ja. Gut, haut euch mal alle hin. Da kommen noch mehr Prügelleute. An, also sollten wir gucken, dass wir weit schnell weiterkommen. Dann doch hier lang, hä? Aber das führt nach unten, nicht nach oben. Ja, will.
Das hier ist zu klein für den Ort. Gordon? 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 Hier waren wir auch schon mal. Okay, da wir nur noch 10 Minuten haben, lasse ich die Katze mal aus dem Sack. Man geht nämlich ins Hauptmenü, also in das hier, und gibt Fun Exploration ein. Und ich habe es falsch geschrieben. Funexplo. Eration. Flupp. Haben wir die Karte und ich bin wieder total falsch. Da müssen wir nämlich hin. Das heißt, da, wo wir angegriffen wurden. Hätten wir unten abbiegen müssen. Wir müssen also nur durch die da durch. Okay, da sind ein paar viele. Und dann haben wir es hierher geschafft. Aber guckt euch dieses Höhensystem mal an. Da verirrt man sich doch so oder so. Ich meine, es gibt keinen einzigen Hinweis. Ach ja, und ich kann einfach laden und die Karte bleibt aufgedeckt übrigens. Ich kann also das hier laden. Kann den Speed anmachen. Mich durch die da durchkämpfen und dann darüber. Der Cheat wird übrigens nur dann rückgängig gemacht, wenn ich komplett ins, also komplett aus der Map rausgehe ins Startmenü. Dann und auch nur dann wird der Cheat rückgängig gemacht. Aber nehmt's mir nicht übel, wir würden noch mindestens 2 Aufnahmesessions in dieser Höhle rumirren, bis ich mal den Weg gefunden hätte. Und ja, da übrigens, wo das X ist, da kommt man gar nicht hin. Das ist nämlich in diesem großen Rot, in dieser großen Leere da. So, sammelt euch erstmal alle. Nicht, dass ihr mir hier einzeln in diese Truppe reinrennt. Das wäre nicht so schön. Okay, sie kommen. Okay, wir haben jetzt ein paar Angeschlagene. Macht aber nichts, wir sind nämlich gleich da. Und guck mal, da hinten ist schon der Respawn aufgetaucht. Die ploppen teilweise auf, wie sie lustig sind. Das macht die ganze Mission noch einen Tick schwieriger, meiner Meinung nach. Aber gleich haben wir es zum Glück zum Schaman geschafft. Und wenn wir beim Schamanen waren, mache ich erstmal einen Cut.
Weil die Mission macht mich fertig. Na, guckt mal, da ist schon wieder dicker, fetter Respawn. An der Stelle, wo wir gerade gekämpft haben. Okay. Könnte nämlich noch natürlich auch sein, dass wir wieder aus der Höhle raus müssen. Okay. Nein, Gott sei Dank. Ausgezehrt und halb blind von der Dunkelheit erreichten wir eine riesige Höhle. Wie der weite Himmel spannte sich das Gewölbe und verlor sich über unseren Köpfen in der Finsternis. Die Fackeln warfen bizarre Schatten an die Wände und ganz am anderen Ende konnten wir eine Bewegung ausmachen. Wir traten näher und dort saß er, der weise Mann. Klein und runzelig, halb verborgen unter einem weiten Kapuzenmantel, begann er mit dünner, zittriger Stimme zu sprechen. »Ich heiße euch willkommen, meine tapferen Wikinger. Vorausgesehen habe ich euer Kommen. Doch frage ich mich, warum seid ihr hier? Unterweisen kann ich euch nicht, noch nicht bereit für diese Bürde seid ihr. Quetzalcoatl, der Regengott, ihm entgegenstellen müsst ihr euch dann. Erst dann eure Reise wird beendet sein. Einen Rat ich euch gebe. Verschmähet nicht die Hilfe eurer Freunde, nur so ihr gewinnen könnt gegen die Mächte der dunklen Seite. Nun geht. Ich weise euch den Weg. Mit Hilfe des alten Mannes fanden wir den Weg zurück ans Licht ohne Schwierigkeiten. Dann war er plötzlich verschwunden, als hätte er sich in nichts aufgelöst. Immer wieder ließ ich mir seine Worte durch den Kopf gehen. Die Hilfe unserer Freunde. Damit konnten doch nur die Indianer gemeint sein. Und dieser Regengott? Was hatten wir mit ihm zu tun? Wenigstens kannten wir jetzt den Weg. Und frischen Mutes begaben wir uns auf die Weiterreise. Ja. Fandet ihr auch ein bisschen, dass er wie Yoda gesprochen hat? Der große weise Schamane. Und einen hübschen Knochendinger hatte er da. Ausgezehrt und halb blind. Also ja, gerade das mit der dunklen Seite hier. Wie der weite Himmel spannte sich das Gewölbe und verlor sich über unseren Köpfen in der Finsternis. Ja, gut. Wir haben es geschafft. Zwar nicht ganz ehrlich, aber ihr habt es ja gesehen. Also dieses Labyrinth hier, das ist echt übel. Ich meine, wir waren schon hier oben, völlig an der falschen Seite. Hier unten war die ganze Zeit richtig. Wir hätten uns gar nicht so weit reinirren müssen. Aber was will man machen? Das Ding ist eben riesig. Und ja, wahrscheinlich war mein Einsatz, dauernd an verschiedenen Stellen zu speichern und zu laden, nochmal ganz falsch. Also ja, ich kann die ganze Speicherstelle dann nehmen und löschen. Ihr seht ja, am 22.12. haben wir mit dieser Mission angefangen. Und jetzt am 4.1., also 2 Aufnahmesessions später, sind wir damit fertig geworden. Dazwischen war noch der 28. und jetzt der 4. Das war echt eine krasse Mission. Muss ja auch sagen, die ersten 3 Missionen waren jetzt nicht so lang, also im Vergleich zu anderen Missionen aus dem Hauptspiel. Aber die Mission hatte es in sich. Gut, aber genug gesülzt, ich mache jetzt einen Cut. Also sehen wir uns gleich im Hauptmenü wieder oder im Startmenü, Homescreen, wie auch immer. Bye bye.